Probiotische Bakterien, damit sind besonders diese gemeint, welche in einer Symbiose mit uns leben. Also, sie geben uns Gutes in Form von Fettsäuren oder verbessern die Nährstoffaufnahme und senken den pH-Wert im Dünndarm, vor allem im Dickdarm, und wir geben ihnen Nahrung zum Überleben zurück. Schlechte Darmbakterien nehmen nur, geben uns aber nichts oder zu wenig und verdrängen die Guten im Platzangebot. Der Mensch hat 10-mal so viele Darmbakterien, wie er überhaupt Zellen aggregiert im Laufe des Lebens. Diese interagieren mit unserem Hirn, unserem Immunsystem und vielen weiteren Zellen, indem sie Botenstoffe aussenden. Daher gibt es auch die Darm-Hirn-Achse, so nennt man es. Das Verhalten des Menschen wird maßgeblich durch die Darmbeschaffenheit beeinflusst, sowie seine Gelüste. Das korreliert auch mit dem Gewicht. Deine Darmbakterien wiegen so viel wie dein Hirn quasi. Und das ist tatsächlich Fakt. Wenn man sich diese nicht schon alle zerstört hat, mit synthetischen Stoffen und auch synthetischen Süßstoffen vor allen Dingen. Eine verringerte Artenvielfalt der guten Bakterien ist mit vielen Krankheiten assoziiert, wie zum Beispiel Diabetes, also Stoffwechselstörungen, Fragilität, Entzündungen, Alzheimer, neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson und so weiter. Hingegen sind Probiotika mit Senkung des kardiovaskulären Risikos assoziiert und damit auch der Todesursache Nummer 1 weltweit. Bezogen auf den Blutdruck und auf das HDL-Cholesterin, welches das wichtigste Cholesterin ist meines Erachtens, sowie der Senkung des Blutzuckers, welcher aber im hohen Maße zu oxidativem Stress auch führt bei unserem Körper, zu Radikalbildung. Je mehr gute Bakterien du vereinst, desto weniger Platz ist für schlechte Bakterien da, die sich niederlassen können überhaupt. Ja? Gute Bakterien stellen sogar B-Vitamine her oder Vitamin K, zusätzlich auch Butyrate. Das sind kurzkettige Fettsäuren, die durch die Gärung von Kohlenhydraten entstehen, von für uns nicht verdauliche Kohlenhydraten, wie Inulin zum Beispiel, ja? Und den pH-Wert im Dickdarm senken. Das führt ebenfalls dazu, dass sich keine schlechten Bakterien ansiedeln, denn diese können nicht im sauren pH-Wert überleben. Siehe Sauerkraut, ja? So, auch wenn es nicht so extrem rein gehalten wird, sterben mit der Zeit die ganzen schlechten Bakterien in dem Sauerkraut. Nur die guten überleben, die Milchsäurebakterien, wegen dem pH-Wert. Gute Darmbakterien zeigen ebenfalls in randomisierten Meta-Analysen eine Reduktion von Depressionen, indem sie Neurotransmitter triggern im Hirn, sodass Hormone ausgesendet werden und sie dich besser schlafen lassen. Selbst dein Körpergewicht wird durch solche guten Bakterien und diese Hormone positiv beeinflusst. Auch dies ist in Meta-Analysen zu finden. So wie andere hormonell bedingte Krankheiten wie Diabetes Typ 2. Auch hier scheint es einen Zusammenhang zu geben zum Darmmikrobiom aus Meta-Analysen. Es gibt viele Bedingungen, die das Mikrobiom dezimieren. Zum Beispiel synthetische Süßstoffe, sagte ich schon. Hier zum Beispiel einige sehr bedenkliche. Ja? Die zeigen Veränderungen im Darm sowie im Blutzucker, seht ihr einmal hier. Oder Schwermetalle oder auch Pestizide, ja, sind Stoffe, die Mikroorganismen dezimieren sollen. Also sicher auch euer Darmmilieu. Daher immer Bio, aber auch Stress oder einfach die falsche Ernährung ohne Ballaststoffe. Daher widmen wir uns heute Lebensmitteln, die einen Einfluss haben, diesen Sachverhalt wieder zu negieren und was im Zweifelsfall sogar über Leben und Tod entscheiden kann. Wenn dir der Content bisher gefällt, lass sehr gerne einen Daumen nach oben da für meine Arbeit und schreib mir sehr gerne deine nächsten Videowünsche, die ich auch gerne berücksichtigen möchte, in die Kommentare. Ich lese wirklich jeden Kommentar. Am Ende des Videos würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr auf purazell.de mal vorbeischaut, denn damit könnt ihr mich direkt unterstützen und das finanziert quasi diese Videos hier. Lebensmittel Nummer 1, Kefir. Dieses fermentierte Milch, ja, mit 13 bis 27 Milliarden Kolonien bildende Zellen, ja, das daher mit probiotische Lebensmittel heute aus der Liste. Grundsätzlich finde ich, sind Milchprodukte nicht optimale Lebensmittel für den Menschen, da keine Spezies noch im Erwachsenenalter Milch konsumiert. Dieses Beispiel möchte ich aber vorab bringen,
da ich tatsächlich keine negativen Studien gefunden habe zu fermentierten Milchprodukten bezogen auf die menschliche Gesundheit. Wenn ihr welche findet, könnt ihr mir sehr gerne hier nennen, aber keine Links, sondern einfach nur die Namen der Studie. Dann werde ich das natürlich aufnehmen. Dies liegt nicht unbedingt an dem Lebensmittel, sondern einfach daran, dass Fermentieren so dermaßen positiv ist für die menschliche Gesundheit, dass auch meines Erachtens nicht ganz optimale Lebensmittel gut davonkommen. Natürlich ist hier einiges zu beachten, ethisch natürlich auch, ja, die Haltung der Tiere her, ja, sehr oft miserabel, ja. Des Weiteren, was bekamen die Schafe oder Ziegen oder auch die Kühe zu essen? Ist es Bio, ist es Weidehaltung vor allen Dingen auch und so weiter, ja. Ja, wer so etwas verzehren möchte, der sollte mindestens keine Kuhprodukte verzehren, sondern eher auf Bio und auf Weidehaltung setzen und priorisieren, ja, so wie eher Schaf- und Ziegenprodukte dann auf, ja, aufgrund des anderen Caseins halt quasi halt, ja. So. Kefir hat 10-mal mehr Kulturen auch als griechischer Joghurt zum Beispiel halt, ja, im Vergleich. Ich möchte euch gleich eine Meta-Analyse aus randomisierten Humanstudien zum Kefir zeigen, ja. Man sieht sehr eindrücklich, dass aus 7 randomisierten Studien und 158 Teilnehmern der nüchterne Blutzuckerspiegel um ca. 10% gesenkt werden konnte in der Kefirgruppe im Vergleich zu der Placebo-Gruppe. Auch kam es zur Senkung des Langzeitblutzuckerwerts, das heißt HbA1c, Hb für Hämoglobin, ja, durch den Kefir in der Studie. Oder das Insulin, das heißt das Hormon, welches den Zucker in die Zellen zieht, wurde bei 81 Probanden unfassbare so 2,81 Punkte gesenkt im Vergleich zur Placebo-Gruppe, was wirklich enorm ist. Ja? Daher möchte ich euch hier nur demonstrieren, wie stark Bakterien sind, wenn sie lebendig sind. Doch dafür muss man keine tierischen Produkte kaufen. Daher möchte ich euch noch 4 weitere Beispiele zeigen, die pflanzlich sind und eins davon sogar noch deutlich potenter ist, meines Erachtens, für deine Gesundheit. Also Daumen bleiben. Noch ein Reminder. Die Joghurts, die ihr im Supermarkt kauft, sind pasteurisiert. Da lebt nichts mehr. Da werdet ihr keine probiotische Wirkung haben, das ist ganz wichtig, sondern nur ein leckeres Ham-Ham. Unsere Darmbakterien, die wir anbieten, in magenresistenten Kapseln, das ist ganz wichtig schon mal, ja, Punkt Nummer 1, ja, was sehr wichtig ist, sind dagegen nur schlafen gelegt worden. Ja. Sobald sie mit Wasser in Berührung kommen, leben sie wieder. Ja. Diese verlinke ich euch sehr gerne auch mal unten. Denn diese sind nicht wie herkömmliche Produkte, wo verschiedene Bakterienstämme einfach zu einem Konglomerat zusammengeworfen werden und diese sich natürlich untereinander auch stark konkurrieren halt, ja. Sondern bei uns ist es so, es sind nur spezifische Darmbakterienstämme, zum Beispiel nur für die Haut, in diesem einen bestimmten Produkt zu einem Konglomerat zusammengefasst. Oder nur die gegen die Histaminintoleranz wirken oder Stress, ja, die nur zu Stressminderung gewirkt haben in Studien halt, ja, oder nur zur Gewichtsreduktion geführt haben, ja, das ist eine ganz andere Liga, also komplett anderes Konzept, ja, was gut, wirklich gut funktioniert. Wir haben hunderte Bewertungen, ja, verlinke ich euch aber auch alles gerne mal unten. Kombucha, was eine gesunde Alternative zu Alkohol darstellen soll, ja. Es beinhaltet 23,1 Millionen kolonienbildende Einheiten pro Tasse, was eher wenig ist im Vergleich zu anderen Produkten, die ja wirklich in die Milliarden gehen, ja. Es wird aus schwarzem Tee gewonnen, welcher mit Zucker versehen wird und einer Starterkultur, kann man sagen, ja, von Bakterien. Diese fermentieren den Zucker dann so, dass noch mehr gute Bakterien daraus resultieren und sehr geringe Mengen auch Alkohol entstehen können. Das Gute ist, es wirkt etwas erfrischend, da Kombucha durch die CO2-Bildung nicht nur ein Feind der Grünen ist, sondern auch erfrischend wie ein kohlensäurehaltiges Getränk wirkt. Für Menschen, die zu Sodbrennen neigen allgemein, ist es nicht so geeignet, da der pH-Wert eher sauer ist, ja. Und dadurch könnte es begünstigt werden, ja. Auch Magenschwüre, also Gastritis, ja, könnten dadurch einfach getriggert werden halt, ja. Achtet darauf, dass der Kombucha nicht weit über 3 Gramm Zucker beinhaltet, denn dann ist es einfach nicht gut fermentiert oder einfach zu viel Zucker zugesetzt worden.
Meta-Analysen gibt es keine zu Kombucha und nur eine randomisierte Studie, die zeigte, dass die Stuhlkonsistenz und die Frequenz, das heißt, wie oft man auf Toilette muss, sich verbesserten. Rating für mich kann man machen, muss man aber nicht. Punkt Stoff Nummer 3. Sauerkraut hat bis zu 10 Milliarden Kulturen pro Tasse, also deutlich mehr, und besteht aus Weißkohl, welcher fermentiert ist und den Zucker abbaut im Kohl, sowie die Ballaststoffe vor allen Dingen auch abbaut. Sauerkraut enthält am meisten S-Methylmethionin, auch Vitamin U genannt, ja richtig U, welches noch ein sehr unerforschter Stoff ist, ja, weil man ihn natürlich nicht patentieren kann und damit Geld verdienen kann, ja, aber schon jetzt sehr protektive Eigenschaften für den Magen zeigt, ja, wenn man zum Beispiel Kohlsaft oder Sauerkraut isst oder einen Saft trinkt. Kohl oder Sauerkraut versorgt besonders gut die Zellen im intestinalen Trakt mit Nährstoffen. Sauerkraut hat ebenfalls enorm viel Vitamin C, welches sehr wichtig ist für dein Immunsystem, sowie die Kollagensynthese. Seeleute nutzten dies zur Haltbarmachung von Kohl als Vitamin C-Lieferant, da sie auf See nur von Fisch starben, ja, quasi am Vitamin C-Mangel, Skorbut auch genannt. Ja. Etwas Salz sorgt besser für die anaeroben Bedingungen und führt zu einem besseren Ergebnis. Das sind die Bakterien, die besonders gebildet werden. Die verlinke ich euch einmal kurz hier und denn aussprechen möchte ich sie sehr, sehr ungerne. Bioaktive Verbindungen aus der Hydrolyse, das ist der Spaltung mit Wasser, von Glucosinolaten, so stammen wie Indol-3-Cabinol, Ascorbigen, ja, und Sulforaphan als Allyl-Isothiocyanate, ja, sind für die günstigen gesundheitlichen Auswirkungen von Sauerkraut verantwortlich, aber nicht für meine Zunge, als für den Redefluss. Zu diesen Stoffen gibt es eine Reihe von Studien, aber es gibt leider keine Meta-Analysen oder Goldstandard-Studien zu Sauerkraut, was ich sehr schade finde. Schaut man aber nach Milchsäurebakterien, die abundant entstehen bei der Fermentation im Kraut, sieht man in dieser doppelblinden randomisierten Studie aus dem Jahre 2022, dass die Milchsäurebakterien den Entzündungsmarker Interleukin 2 statistisch signifikant gesenkt haben. Lebensmittel Nummer 4, Natto. Diese wird ca. 1 Milliarde kolonienbildende Einheiten pro Gramm. Das ist also sehr, sehr probiotisch, ja, sogar das mit den meisten Kulturen meines Erachtens sogar, ja. Das besteht aus fermentiertem Soja. Keine Angst vor Soja, Leute. Es gibt keine wissenschaftlichen Belege, dass der normale Konsum von Soja zu irgendwelchen extremen Abnormalitäten geführt hat. Ja. Das ist vielleicht das beste fermentierte Lebensmittel. Es hat eine etwas klebrige Konsistenz und einen leicht scharfen Geschmack, wird aber schon seit sehr vielen hunderten Jahren in Japan gegessen. Man sagt ihm nach, dass es die Blutgefäße reinigen soll. Das liegt daran, dass Natto extrem viel Vitamin K enthält. Dieses ist ein Kofaktor für das Ostrokalzin, für das Osteokalzin. So. Dies ist ein Protein, welches Vitamin K2 abhängig ist und Calcium aus dem Blut und Gewebe in die Knochen befördert. Ein Mangel insbesondere an K2 führt zu einem Anstieg von Osteokalzin und hemmt den Einbau von Kalzium in den Knochen. Überschüssiges Kalzium fördert die Verkalkung von Gefäßen und Gewebe vor allen Dingen auch. Ja? Ein Vitamin K-Mangel begünstigt zudem entzündliche Prozesse und oxidativen Stress. Eine Meta-Analyse aus randomisierten Menschenstudien zeigte genau das. Es erhöhte zusammen mit Vitamin D signifikant die Knochendichte, da das Kalzium in die Knochen gelangt. Durch das Vitamin K vor allen Dingen auch, ja. Nur, aber nicht nur das kann das Natto quasi, es gibt auch tatsächlich eine randomisierte Humanstudie zum Natto-Verzehr und dem Blutzucker. Man sieht hier eindrücklich, je nach Zeiteinheit gab es drei Gruppen, ja, weiß ja, ohne Natto, grau mit moderat Natto und dann schwarz volle Pulle Natto in der Mahlzeit und dem Blutzucker. Ja. Der sank dann statistisch signifikant in der Natto-Gruppen während der Mahlzeit. Für mich vielleicht sogar das beste fermentierte Lebensmittel, denn es beinhaltet ebenfalls Nattokinase,
ein Enzym, welches nachgesagt wird, das Blut dünner zu machen, indem es auf die Gerinnungsfaktoren Einfluss nimmt. Dazu gibt es tatsächlich eine randomisierte humane Studie. Wir sehen hier deutlich, dass durch die Gabe von Nattokinase, welche im Natto enthalten ist, die Gerinnungsfaktoren herabgesetzt wurden. Das bedeutet theoretisch, das Blut wird dünner. Ja? Das müsste aber dann heißen, dass es auch den Blutdruck senken würde. Dazu habe ich auch mal gesucht und tatsächlich eine humane, randomisierte Studie auch gefunden, die genau diesen Sachverhalt quantifizierte. Nattokinase, welche im Natto enthalten ist, senkte, ihr wisst, statistisch signifikant die beiden Blutdrücke, ja, das heißt systolisch wie auch diastolisch. Daher ist es wichtig, bei hohem Verzehr, ja, mit dem Arzt einmal abzuklären, ja, wenn man dann quasi Blutverdünner oder sowas einnimmt. Danke, das war's mit dem Video. Wenn ihr Interesse habt an sehr potenten, wissenschaftlich konzipierten Probiotika, die schon Präbiotika, also das sind die Nahrung für diese Bakterien, dass sie auch bei euch bleiben quasi, ja, und mit magenresistenten Kapseln versehen ist, ja, euch mal anzuschauen, findet ihr alles in der Videobeschreibung. Dort bekommt ihr übrigens auch sehr viel weitere, unabhängig laborgeprüfte Spitzenprodukte für eure Gesundheit, ja, Vitamin D, Algenöl, alles da. Bis gleich auf purazell.de und Dankeschön für deinen Support. Bis zum nächsten Video.